Ich sitze hier gerade auf dem, in Düsseldorf nennt man es Teletubbiland. Das ist mitten im Regierungsviertel von Düsseldorf. Da hinten ist der Landtag. Und genau da vor dem Landtag, an den Apollo-Wiesen, findet das beste Kinder- und Jugendfest Düsseldorf statt. Ich würde sogar so weit gehen, das beste Kinder- und Jugendfest Deutschlands. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Ich habe da jetzt eine Woche gearbeitet. Heute ist der letzte Tag. Es beginnt immer um 13 Uhr. Wir haben jetzt kurz nach 12 und ihr kennt meine Meinung. Kinder im Internet darstellen, sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich euch jetzt gerne, wo gerade alle aufbauen, sie werden es lieben, wenn ich gleich mit der Kamera da auftauche, zeigen, welche Stationen es da gibt, was Kinder und Jugendliche da so alles machen können. Mal gucken, was dieser Vlog so hergibt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal darüber. Hier vorne ist so, wie nennt man das? Bubble Ball? Keine Ahnung, wo so Kinder in so riesen Fußbälle reingehen, also in diese riesen Bälle und sich so gegenseitig eher wegcatchen, als wirklich Fußball zu spielen. Da hinten ist der Cube, wo wir gerade drauf zulaufen. Das ist die Station, wo ich arbeite, wo ich auch am liebsten arbeite. Das ist ein Kletterparcours für so, ja, Kinder zwischen, was weiß ich nicht, so 4 bis 12, 13, 14 Jahre so. Da ist die Bogenschießen-Station, die ist wahrscheinlich auch noch nicht aufgebaut. Wir gucken da mal rüber, ob das so lübt, aber da ist noch gar keiner. Die zeige ich euch später. Hör mal, darf ich mich auch hinter die Zielscheibe stellen? Du kannst die Kamera hinstellen, wenn du möchtest. Und wir haben halt diese bei uns eine ganz strenge und starke Regelung, quasi, ne, wenn die Schütze hier stehen, einfach so über die rote Linie rüberläuft, möchte was machen, Pfeile oder so, dann haben wir unsere Stoppregeln und dann rufen wir ganz laut Stopp und das darf auch jeder. Ja, das ist der Landtag für die Nicht-Düsseldorfer. Da trifft die Landesregierung ihre Entscheidungen. Hier ist so ein Riesentrampolin. Hier sind eigentlich so Hüpfburgen aufgebaut. Ich muss mal gucken, wiefern ich das gleich nochmal filme, wenn hier mehr los ist. Ja, und hier ist eigentlich Kistenklettern, wie ihr sehen könnt. Aber die Station ist auch noch nicht aufgebaut. Ich bin sehr früh dran. Ich werde euch später mal zeigen, was hier so passiert. So, jetzt gehen wir hier runter. Hier unten ist das Piratennetz. ORC ist immer was Besonderes, weil ich hier seit vielen, vielen Jahren schon dabei bin und immer wieder nette Leute treffe, die mit mir arbeiten, die die Kinder motivieren, begeistern und sich hier um alles gut kümmern. Und es ist das beste Team, was es gibt. Ist das kostenlos? Es ist kostenlos und ja, bringt einfach Freude. Und mir besonders, deshalb bin ich immer wieder dabei. Auch hier ist es nicht aufgebaut. Wie gesagt, ich mache das alles, weil ich nicht möchte, dass Kinder gefilmt werden. Da kommen noch mehr Kolleginnen und der Miguel, der gerade aufbaut. Das Geile ist, ich habe die alle nicht gefragt, ob die ins Video wollen. Und dementsprechend werde ich die jetzt mal überraschen. Wie heißt die Station hier? Wetterwart und Wetterschlange. Hey, hau raus, Miguel. Warum arbeitest du hier gerne? Was? Warte, lass mich erstmal überlegen. Irgendwas Schlaues. Ja. Aber es gibt doch nur eine richtige Antwort, oder? Bergfest. Irgendwas Schlaues. Gut, komm, wenn ich das hochlade und ich dich filme, wie du arbeitest und jetzt einfach langsam gehe. Tschö. Ich komme gleich wieder. Wenn aufgebaut ist, genau. Ja. So, darf ich da jetzt drauf? Ja. Will ich da auch drauf? Das ist die andere Frage. Drauf? Nee, eigentlich nicht. Ich glaub, du willst. Wurf.
würde es gerne hinter mich bringen. Dankeschön fürs Leben. Danke, danke. Die wollt jetzt als nächstes. Lass mich zwar fragen, warum ich hier arbeite, aber ich gebe dir einfach die Antwort mit dem schönsten Moment, den ich bis jetzt hier hatte. Gestern hatte ich Kinder, ich war vor 4 Jahren auch schon mal hier. Ich bin gefühlt fast jedes Jahr hier und die haben mich wiedererkannt. Und das war wirklich mit so der schönste Moment. Die bisher beste Antwort war Bergfest. Irgendwas Schlaues. Von Miguel. Das ist auch die ehrlichste. Okay. Wahrscheinlich auch die ehrlichste, ja. Ehrlichste. So, viel Spaß euch. Ah ne, da darf ich nicht hochfilmen. Hey, warum arbeitet ihr hier? Warte, ich komm mal rüber. Nee, Junge. Okay. Kann man da nicht. Auf jeden Fall, du hast jetzt keine Wahl. Ich mach das gerade die ganze Zeit. Warum arbeitest du hier? Wegen Geld, oder was? Wegen Geld. Super. Warum arbeitest du hier? Um mir meinen Urlaub zu finanzieren. Hey, das sind nicht die Antworten, die ich haben möchte. Nee, ich nehme nur die eine. Warum arbeitest du hier? Einfach mit Kindern zu arbeiten ist was Interessantes, ne? Das ist eine schöne Antwort. Vielen Dank, die schneide ich rein. Meine nicht? Nee. Boah, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe das schon mal in anderen Videos berichtet, dass hier unter anderem auch Wohnungslose genau in diesem Bereich Spacing betreiben, sich ein bisschen Privatsphäre im öffentlichen Raum schaffen. Vielleicht erinnert ihr euch, da lagen Wohnungslose, so haben sie es gemütlicher gemacht. Und das Gleiche gilt auch für die andere Seite, die ich euch jetzt zeigen werde. Und wie ich gerade feststelle, und ich schätze mal, das hat auch was mit dem Fest zu tun, wurden die hier verdrängt. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie es ablief, aber freundlich gebeten zu gehen. Ich glaube nicht, aber da haben eigentlich auch Wohnungslose gelebt. Ja. Jetzt gehen wir noch einmal da hoch, damit ich euch einen Blick von der anderen Seite der Brücke zeigen kann. Super, man sieht fast gar nichts. Toll. Ja gut. Und jetzt sind wir an meiner Station und ich würde sagen, ich fange mal viel zu verspätet an zu arbeiten.